Gut, aber jetzt können wir wenigstens hier den Tempel betreten. Ich hoffe mal, der hat nicht zu viele Ebenen. Hi. Obwohl, wir sind gerastet und alles. Ja. Also ausgeruht. Wird schon schief gehen. Was steht hier? Die argmentarischen Symbole sind abgenutzt und verblasst, aber die Worte bilden einen dir bekannten Akkord. Pflicht vor Interessen. Du hörst ein Knarzen und Schleifen aus dem Steinkopf über dir. Die Adersteine in seinen Augenhöhlen leuchten grün. Eine Stiefel tief und dröhnend halt aus dem Steinmund. Was als Sprachfürwahr beginnt, wird schließlich zu deiner Muttersprache. Es gibt keine präzisere Klinge als Essenz, die in Bronze geschmiedet wurde. Wende dich zweimal links und bereite deine Seele auf ihre Abrechnung vor. Okay. Hier geht's nicht weiter. Hier sei es überflutet. Vielleicht haben wir Glück und das Ding hat nur eine Ebene. Wende dich zweimal links. Witwenmacher. Das klingt ja schon mal nicht sehr vertrauenserweckend, das Vieh. Aber gut, wenn alle ordentlich draufnatzen, stirbt's wenigstens. Ja. I'm on the trail. So, was haben wir hier? Kristallfresser? Okay, zweimal nach links. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Geister. Okay, Geister. Du verwandel dich mal. Du Zauber irgendwas. Okay, das war Alof. Alof ist schon mal ausgeschalten. Palegina, du kannst den Druiden mal heilen. Und das war Itomak. Komm, Palegina. Okay, noch zwei Geister weniger. Oh, und ich habe vergessen, die explodieren ja, die Mistviecher. Palegina sollte sich mal selber heilen. Du zieh dich mal zurück. Du zieh dich auch mal zurück. So. Nicht nett. Absolut nicht nett. Die Symbole hier fangen das Licht des Kohlebecken auf. Alle Ehren gebührt denen, die für den Ruhm Engwitz von sich geben. Die verbleibenden Steine um den Raum herum wirken matt und leblos. Okay, das war jetzt
bisschen koordiniert. Quiet. Aber gut. Kristallfresser, Jungspinne. Da heult jemand. Erstmal den großen Kristallfresser, der ist gefährlicher. So, und jetzt die anderen beiden noch weg. So, gut. Die haben auch nur Giftsäcke. Okay. Noch eine Kristallfresserspinne. Au. Hat die gerade einen dicken, fetten Kristall auf Alof gespuckt, der ihn umgenatzt hat. Ah, okay. Du verarztest es nochmal Alof, weil du es gerade kannst. Okay, dieser Ort ist übel. Oh, und er ist auch größer, als ich zuerst angenommen hatte. Okay, aber der Kopf hat gesagt, zweimal nach links. Das heißt, eigentlich hier rein. Ach nee. Kenkla? Kenkla? Was war das? Achso. Was war diese Banshee-Verschnitte? Au. Das war Alof. Das waren Itomak und Fenris. Okay, dieses Gebiet ist auch noch ziemlich heftig, muss ich ehrlich sagen. Gerade solche untoten Geister sind immer so... Ah. Ich meine, selbst durch die Geister in dem Leuchtturm haben wir uns gerade so durchgeboxt. Und auch durch die Geister im Tempel in Goldtal und die Geister in Ketnua. Das macht nicht gerade viel Mut. Nice and quiet. Witwenmacher, Elfenbeinspinne. Ach so, das sind diese Kengwöller, die hier rumheulen. Most inconvenient. Und hier sind ein Haufen Spinnen. Die können wir aber bebomben. Hä, was kannst du denn aus? Achso, Arcana Dämpfer. Ihr könnt ruhig auch mithelfen weiter. Ah, nein, 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 nein. Raus da. Oh, ich habe ein Level abgehört. Und Alof ist umgeflogen. So. Du spürst ein unangenehmes Gefühl in deinem Kopf, kriech krabbelnd. Ein hohes Pfeifen überwältigt deine Sinne, begleitet von einem wütenden Ausstoß. Eindringlicher Dieb, die Stimme ist fremd und wild. Sie zuckt durch deinen Verstand wie ein Blitz. Nadelstechen mit jeder Silbe in deinem Gehirn, verstehen die doch plötzlich zusammen mit der Stimme. Das Pfeifen in deinem Kopf ist fort.
Ja. Ich habe so das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. deswegen. Ne, bevor wir laden, untersuche ich mal kurz die Sachen hier. Die schlangenartigen Symbole und Zeichen von Ingvid, die in den Bohnen eingelassen sind, formen sich deinem Verstand zu Wörtern. Der Krieger ruft zwei Augenzeugen auf, die vor dem Emblem Stellung beziehen sollen, um Zeugnis über das Wesen seiner Seele abzulegen. Der Krieger besteigt mit dem Seelengefäß in der Hand das Podium, um sich dem Transfer zu unterwerfen. Sein Seelengefäß und eine Waffe mit dem Herz aus Adratang darf sich der Krieger dann der Urne nähern. Auf diese Weise formt er einen Arm, der seiner Fähigkeiten und Ambitionen wert ist. Dieser große Tunnel verschwindet unter dem Boden und führt dann weiter nach Osten. Er wird von einem Netz aus Litzern in seinen Fäden versperrt, unter denen du vielleicht hindurchrutschen kannst. Die Wände unter dem Netz fühlen sich schwach und brüchig an. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du den Durchgang vielleicht erweitern. Nein. Right. Okay, ich schätze mal wirklich, dass ich da was falsch gemacht habe. Durch die Mitte dieses Podests zieht sich ein zylindrischer Hohlraum, der kaum breiter als der Schaft einer Waffe ist. Nee, ich lasse das Gebiet mal lieber gut sein. Ich lade nochmal. Vielleicht hätten wir das anders lösen können, indem wir der Stimme gefolgt wären. Also zweimal nach links gegangen wären, anstatt gleich in den Raum. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass das so eine Art Prüfung ist. Mhm. Okay, verlassen wir diesen Ort erst einmal. Und begeben uns nach... Oh, so viel haben brauchen wir gar nicht mehr. Wir geben uns nach Dürfurt. Dort sollten wir mal ordentlich rasten. Und dann sehen wir schon weiter. Ein Reh. Ah, da oben ist ein Ausgang. Weil da unten, da können wir nicht viel machen. Ah, okay, so klappt das hier. Da wird das Wasser einfach da durch den Schacht rausgeleitet. Okay, Dorf Dürfurt. 6 Stunden. Die Erstellung von Herstellungszutaten. Ich kann da Zutaten herstellen lassen. Auch cool. Ah ja, stimmt, wenn ich den Alchemisten gebaut habe. So. Dürfurt Mühle. Bevor ich es wusste, der Stelgar war auf top of me und ich war face down in the dirt. Arrow to the throat. That stops him. What? No! I was spirit shifted and she was in heat, so I aimed for the throat, but not with an arrow. Hm. Gut, wir suchen jetzt erst einmal eine trauernde Mutter. Waffenrüstungen, Apotheke, Schenke, genau. Bevor wir uns hier umsehen. Oh, und auf ein Wortreisen, das wird nicht lange dauern. Ah, das machen wir nachher. Genauso wie den Stufenaufstieg. Ich will jetzt nur schnell rasten. Obwohl, das Rasten können wir auch danach machen. Auch in der nächsten Folge machen. Hä? Warum stehst du mittendrin? Du solltest eigentlich dahin stehen. Genau. Gut, also ich speichere jetzt mal. LP... 12. Speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.